Hallo liebe Freunde von Cities Skylines, herzlich willkommen wieder auf dem Kanal von Opaspiel zu einer neuen Aufnahme von eben diesem schönen Spiel Cities Skylines. Zunächst möchte ich sagen, es ist schon der dritte Versuch diese Woche, dass ich das Spiel hier aufnehmen kann. Und ich hoffe, es klappt jetzt. Ich werde dann demnächst mal in der nächsten Folge erzählen, wo uns gelegen hat. Wir machen jetzt mal ein neues Spiel. Ich möchte euch nämlich ein kleines Let's Show zeigen, und zwar eine Map von Cedric Elsius. So, habe ich Nemir City genannt, aber die Karte heißt Esmeraldien von Cedric Elsius. Warten wir mal, bis sie geladen ist. So, jetzt sind wir gleich da. Hier ist die schöne Karte. Ich mache jetzt erstmal das automatische Speichern aus. Moment, Optionen. Automatisches Speichern mal ausmachen. Mache ich nachher wieder an fürs Spiel. So, dann gucken wir uns mal die Karte an hierfür. Von Cedric Elsius geben wir auf Pause. So. Damit wir nicht immer unterbrochen werden. Das ist die Startkachel hier, das gestrichelte. Und hier ist der Autobahnanschluss. Und ihr seht schon, das ist eine tolle Landschaft. Wirklich schön mit Tälern und Bergen und herrlichen Ausblicken. So, wenn man hier mal im Spiel herumläuft. Und wie ging das jetzt so, ne? So raste man dahin, genau. Hier mit der Shift-Taste. Und dann guckt man hier. Dann runter auf dieses herrliche Tal. Und naja, man fängt dann halt normalerweise hier auf dem Berg an. Das habe ich auch gemacht. Und ihr könnt ja mal bei Cedric Elsius reinschauen. Er hat ein Let's Play dazu gemacht zu dieser Karte. Und ich habe privat diese Map auch gespielt, weil die einfach so schön ist. Guckt euch mal hier diese Landschaft da hinten im Hintergrund an. Ist das nicht fantastisch, wenn man also hier ist? Wirklich herrliche Ausblicke, Berge. Man denkt, das ist ja eine riesige, riesige, riesige Map. Aber sie ist genauso groß wie eine relativ einfache. Aber durch diese ganzen Berge und sowas sieht das natürlich toll aus. Ja, was habe ich gemacht? Die Karte ist ziemlich schwer, muss ich gleich dazu sagen, weil man sehr viel orografiert, viele Brücken bauen muss, Tunnel und so weiter und so weiter. Ich habe zunächst mal hier gebaut, auf dieser Fläche, und mich dann hier über die Autobahn rüber begeben in dieses flache Gebiet. Das fand ich relativ einfach und das gucken wir uns jetzt mal an. So, da sind wir wieder. Jetzt hier auf der Karte von Cedric Elsius. Jawohl. Jetzt nehmen wir mal hier diese ganzen bunten Dinger hier weg. So, hier ist noch rudimentär der Autobahnanschluss zu erkennen. Ich habe die Autobahn dann, sobald ich konnte, unterirdisch verlegt. Hier bin ich also dann rübergegangen in die nächste Kachel, hier ins Flachland hinein. Und ja, hier haben wir Güterbahnhöfe und hier haben wir unsere Müllverbrennungsanlagen. Und das ist wirklich nicht so einfach. Wie viel Einwohner habe ich jetzt? 44.000. So, hier geht's runter. Hier sind die Wasserentnahmestellen. Und hier hinten dann am Ende. Hier sind die Abwässer. Ja, und dann haben wir uns nochmal hierhin ausgebreitet. Also wirklich ganz tolle Landschaft, wie ihr seht. Da hinten ist auch relativ flach. Wobei ich gar nicht weiß, ob man da überhaupt hinkommt. Ne, ich glaube nicht. Wir haben also jetzt uns inzwischen auf der Map hier in Richtung, gehen wir mal hin, in Richtung Meer ausgebreitet. So, hier unten ist dann das Meer. Diese Autobahn und die Eisenbahnstrecke sind auf der Map schon vorhanden. Und diese Autobahn, die hier runterführt, habe ich gemacht.
Ja, und hier gibt's jetzt inzwischen auch einen Flughafen, einen Hafen. Leider gibt es ein Problem beim Speichern. Inzwischen ist die Karte nämlich so komplex geworden, dass offenbar hier es größere Probleme dann beim Speichern gibt. Ich kann leider nicht weiterspielen. Also die Karte ist kompliziert und Cedric, also es hat mir selber mal gesagt, dass ich sagte, eine Karte wäre mir abgeschmiert beim Erstellen. Mach nicht so viel Berge rein, mach nicht so viel Wälder rein. Und er hat das also hier auch gemacht. Viele Berge, viele Wälder. Und da ist dann irgendwann der Computer am Ende. Oder man muss halt mehr RAM kaufen. Ne? Das könnte man natürlich auch machen. Denke ich mal, dass das so ist. Ich habe nämlich jetzt mal hier den Windows Task Manager nebenan offen, dass ich immer gucken kann. Das ist mir nämlich bei der letzten Aufnahme dieses Let's Plays hier nicht von dieser Map, sondern von meiner eigenen auch passiert, dass er abgeschmiert ist. So, also, die Karte ist unten verlinkt. Ich hoffe, ihr habt viel Freude daran. Ich gucke jetzt mal, ob wir einem Wagen folgen können hier, der aus dem Güterbahnhof irgendwo hinfährt. Der fährt nach Vielkauf, das ist nicht so weit weg. Nein, ich will jetzt mal einen Wagen haben, der ein bisschen weiter weg ist. Der fährt zur Holzfirma, die ist auch nicht so weit weg. Nein, bitte ganz weit weg. Ganz weit weg. Der Kramladen. Der ist in der Mitte der Stadt. Genau. Dann folgen wir mal dem Hotdog-Kleinbus zum Kranwagen, zum Kramladen. So, und dann gucken wir uns mal so ein bisschen an die Landschaft. Ihr seht, wie schön das hier ist mit Bergen und Tälern. Und ja, wie gesagt, spielt da mal ein bisschen drauf. Und ihr werdet sehen, es ist gar nicht so einfach. So, was ist mit euch hier? Jetzt fahren alle hier ab. Na gut. Größerer Verkehrsstau. Kann man leider jetzt nicht so viel Landschaft sehen. Jetzt geht es schon wieder etwas besser. Es geht also bergauf und bergab. Eigentlich wirklich wunderschön und die Karte schwierig. Aber ihr seht, es funktioniert. Wir haben also 655.000 Kajun und wir haben 45.000 Einwohner. Es kommen immer noch welche dazu, jetzt während des Letzschuss. Ja, jetzt geht's hier rüber. Komm, mal gucken, wo wir jetzt hinfahren. Da haben wir unseren ersten eine ganz andere Strecke gefahren. Ist jetzt wieder vor uns. So, wo geht's jetzt lang? Wenn es ein größerer Verkehrsstopp kommt, glaube ich, dann verabschieden wir uns hier. Wir sehen. Denn da sieht man ja dann doch nichts. So, jetzt geht's wieder einigermaßen. Ja, in dem Tunnel ist es natürlich nicht so schön mit Let's Show, wenn man hier die Bäume von unten sieht. So, wie man so schön sagt. Man kann sich bald das Gras von unten angucken. So sieht das hier auch aus. Da oben die Solaranlage über uns, hier die Müllverbrennungsanlagen. Und da verschwinden die Autos im Dunkeln und wir fahren hinterher. So, da gucken wir mal, wo wir hinfahren. Oh, da vorne ist ein ziemlicher Stau. Aber da fahren wir, glaube ich, rechts dran vorbei. So ist es. Ja, diese Güterbahnhöfe sind wirklich sehr, sehr stau. Haben ein sehr großes Staupotenzial. Und ihr seht hier eine herrliche Landschaft. Ich kann das nur immer wiederholen. Also die Karte ist wirklich einmalig gemacht von Cedric Elsus. Vielen Dank dafür. Ich habe da sehr gern drauf gespielt. Vielleicht spiele ich dann nochmal drauf und baue nochmal eine Welt auf dieser Map. Leider, wie gesagt, klappt das mit dem Speichern nicht. Das liegt halt daran, dass der Computer mit der Fülle der Einzelheiten ja offenbar ein bisschen überfordert ist, das abzuspeichern dann zum Schluss. Bis zu 45.100 ging das also ganz gut.
So, gehen wir mal hier raus und gucken nochmal nach einem anderen Fahrzeug, das vielleicht aus der Stadt hier, aus dem hintersten Winkel, da ist eins. Wo gehst du denn hin? Oder wo fährst du hin? Der fährt zum Mega-Einkaufszentrum, das so hier irgendwo in der Stadt ist. Nein, das ist auch in Ordnung. Da fahren wir mal durch die ganze Stadt. Mal sehen, ob er über die Autobahn fährt. Da oben die Windkraftanlagen auf dem Berg. Ihr seht auch, dass das das europäische Text, das europäische Berg hier ist, ja. Europäische Häuser. Nicht das europäische Textobjekt, das europäische. Ja, der europäische Stil. Guckt euch die Häuser an. Sieht ein bisschen nach Holland aus hier, links und rechts. Diese gleichmäßigen. So, die Straßen erinnern mich auch an. Straßen in den, im Harz. St. Andreasberg im Harz mit der steilsten Stadtstraße Deutschlands auf jeden Fall. Ja, hier ist der Bushalteplatz gewesen, also alles gut. Also genau, jetzt müssen wir hier noch hoch, richtig. Jetzt kommen wir in die Altstadt rein. Gleich, das hier ist alles neu. Und viele Flächen können auch gar nicht bebaut werden, weil das halt so relativ kompliziert ist. Oh, jetzt fährt er in den Tunnel rein, da sieht man natürlich nichts. Aber es war nur ein kurzer Tunnel. So, und da seht ihr also, wie die Stadt uns hier zu Füßen liegt. Das sind doch herrliche Ausblicke. Also wirklich toll. Mein Gott, die laufen so quer über die Straße. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen bei Skylines. Ja, ich denke mal, das war's an der Stelle. Ich verlinke euch die leere Map unten in der Videobeschreibung. Und wir werden jetzt mal zurückgehen. Da ist er zu Hause auch inzwischen. Wir werden jetzt mal zurückgehen zu unserem normalen Let's Play. Und ich hoffe, dass das was wird. Bis gleich.